Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kati Claudel und in dieser Episode dürft ihr euch die Traumreise von Maxi und Lou anhören. Die Mama der beiden Schwestern hat sich für ihre Mädels eine eigene Geschichte im Bleib entspannt Shop bestellt. Meine Aufgabe dabei war es, eine Eislaufgeschichte mit einer Eisprinzessin namens Maya zu produzieren, deren beste Freundin eine kleine Ente namens Lilly ist. Wie die beiden Schwestern passen auch Maya und Lilly immer aufeinander auf und haben viel Spaß zusammen. Und es sollte in der Geschichte vor allem darum gehen, dass auch die Kleinen, wie Ente Lilly, ganz, ganz mutig sein können. Maxi und Lou lieben ihre Traumreise sehr. Und ich bin sicher, dass sie auch allen anderen kleinen Hörern von Bleib entspannt gut gefallen wird. Habt ganz viel Freude damit, ihr Lieben, und träumt danach die schönsten Eisprinzessinnen-Träume. Eure Kati. Hallo du, schön, dass du da bist. In dieser Reise wird es aufregend für jemand sehr Kleinen, der all seinen Mut zusammennehmen muss, um die Nacht zu retten. Magst du ihm dabei helfen? Super, dann lass uns loslegen. Mach es dir ganz bequem in deinem Bett und schließe deine Augen. Stelle dir eine Pfütze vor. Du kniest direkt davor und blickst auf das Wasser. Jetzt atmest du durch die Nase ein. Und wenn du gleich durch den Mund ausatmest, pustest du die Luft direkt auf das Wasser in der Pfütze. Dabei passiert etwas Magisches. Die Stelle, auf die dein Atem getroffen ist, gefriert. Gleich noch einmal durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus auf die Pfütze. Schau nur, sie friert weiter zu. Noch einmal durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Jetzt ist die Pfütze beinahe komplett mit Eis bedeckt. Wow! Noch ein letztes Mal durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Dieses Mal hat dein Atem die Eisschicht auf der Pfütze komplett geschlossen. Wahnsinn! Du bist ja ein richtiger Eisprinz oder eine Eisprinzessin. Lasse deinen Atem jetzt so fließen, wie er fließen möchte. Und spüre, wie du dabei immer ruhiger und ruhiger wirst. Ganz weich und leicht. Wie eine Entenfeder im Sommerwind. Stelle dir jetzt vor, du stehst an einem großen, wunderschönen See. Es ist ein warmer, sonniger Tag und die Luft duftet nach Sommerwind und Löwenzahn. Du lässt deinen Blick über die glatte Oberfläche des Sees wandern.
als du plötzlich ein seltsames Geräusch wahrnimmst. Es klingt wie ein leises Knistern und scheint vom Wasser selbst zu kommen, als würde der See dir leise zuflüstern. Du gehst näher, lauschst ihm und versuchst zu erraten, was er dir sagen will. Aber dann siehst du die Ursache des Knisterns langsam und eiskalt auf dich zukriechen. Das Wasser des Sees gefriert. Du meine Güte! Wie ist das denn möglich bei dieser Wärme? Eine faustdicke Eisschicht bildet sich auf dem See. So schnell, dass du ihr mit deinen Blicken kaum zu folgen vermagst. Und sie bringt etwas mit sich. Oder vielmehr jemanden. Eine Gestalt läuft über den zugefrorenen See. Nein, Moment mal, es sind zwei Gestalten. Eine größere, grazile. Und eine kleine, watschelige. Du kneifst deine Augen zusammen, um besser sehen zu können. Es ist ein Mädchen mit langen silbernen Haaren und einem silbergrauen Kleid. Und die kleinere Gestalt sieht aus wie eine Ente. Das ist ja mal ein seltsames Pärchen. Zielsicher laufen bzw. watscheln die beiden in trauter Zweisamkeit über den zugefrorenen See, als wäre es das Normalste auf der ganzen Welt, im Sommer über einen erstarrten See zu laufen. Als die beiden näher kommen, erkennst du, dass das Mädchen etwas in der Hand hält. Es sieht aus wie ein silberner Stab, verziert mit Ornamenten. Sind das Eisblumen? Und oben auf seiner Spitze sitzt ein transparenter Kristall. Der Stab sieht bildhübsch aus. Schließlich erreichen die beiden das Ufer des Sees und scheinen dich jetzt erst richtig wahrzunehmen. Du kannst Überraschung in ihren Augen lesen, gepaart mit einer großen Portion Neugier. Schnell sagst du ihnen, wer du bist und wie du heißt. Die beiden zögern einen Moment und du siehst, wie sie sich einen sonderbaren Blick zuwerfen. Doch dann tritt das grazile Mädchen zu dir und sagt dir mit kristallklarer Stimme, dass ihr Name Maya sei und ihre Freundin, die Ente, Lilly heißt. Ihre silbernen Haare wehen im Sommerwind, als wären sie so leicht wie Morgentau. Du bist völlig überwältigt von ihrem Anblick und ihrer einzigartigen Ausstrahlung, die sie mit sich trägt, wie eine Wolke aus Glitzersteinchen und Regenbögen. Als du endlich deine Sprache wiedergefunden hast, fragst du Maya, weshalb denn der See zugefroren ist, im Sommer. Doch diese schmunzelt dich nur wissend an.
Nun watschelt die Ente Lilly ebenfalls näher und erklärt ihr, dass Maya eine Eisprinzessin ist. Deine Augen weiten sich, als du das niedliche Tier verblüfft anschaust. Eine was? Maya zeigt dir ihren Stab und verrät, dass sie den See damit hat zufrieren lassen. Denn heute Abend erwartet sie Besuch. Dabei glitzern ihre Augen freudestrahlend. Die Ente gibt zustimmende Laute von sich und ergänzt, dass es sicher ein rauschendes Fest wird. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, sagt Maya zwinkernd, blickt über das Eis und schwingt dann ganz plötzlich ihren Stab hoch in der Luft herum. Ein Wirbel aus silbernem Qualm entsteht. Als er sich verzogen hat, liegen drei Paar Schlittschuhe im Gras. Eines hat eine besonders eigenartige Entenfußform. Kann Lilly etwa Schlittschuh laufen? Die Frage erübrigt sich, als Maya sich die Schlittschuhe schnappt und sie Lilly über ihre Füße zieht. Sieht das ulkig aus? Dann nimmt sie sich selbst das zweite Paar und hält dir Paar Nummer 3 hin. Du zögerst einen Augenblick. Aber als Maya dir versichert, dass sie dir das Schlittschuhlaufen schon beibringt, wenn du es noch nicht kannst, greifst du zu und schlüpfst hinein. Ente Lilly ist als erstes auf dem Eis. Mit einem wilden Geflatter setzt sie sich in die Lüfte und landet schlitternd auf der Eisfläche. Dabei gackert sie fröhlich, als würde sie lachen. Maya ergreift deine Hand und zusammen folgt ihr der kleinen Ente über das Eis. Zuerst bist du noch ein wenig wackelig auf den Kufen. Aber Mayas Hände scheinen eine magisch beruhigende Wirkung auf dich zu haben. Denn bald schon läufst du auf dem zugefrorenen See wie ein Eiskunstlaufprofi. Und es macht solch einen Spaß. Maya dreht eine Pirouette nach der anderen. Und selbst Lilly versucht sich in lustigen Kunststücken auf dem Eis. Du genießt den frischen Wind, der dir um die Ohren weht. Und die warme Sonne, die gleichzeitig deine Haut sanft streichelt. Während du mit Maya und Lilly über das Eis jagst, so schnell du kannst. Ihr bewegt euch immer weiter weg von dem Ufer, an dem ihr gestartet seid. Bis ihr schließlich an einem anderen ankommt. Es ist eine kleine Insel, auf die ihr gestoßen seid. Aber Maya erklärt ihr kichernd, dass das kein Zufall war. Hier
ist die Eisprinzessin nämlich zu Hause. Schnell befreit ihr euch von den Schlittschuhen und lauft über weiches Gras einen kleinen Berg hinauf. Als ihr oben steht, bleibt ihr vor lauter Staunen der Mund offen stehen. Unten im Tal siehst du einen riesigen Palast aus Eis und Schnee. Seine 6 Türme glitzern in der Sommersonne wie Edelsteine. Und während sich hier oben saftiges Sommergras unter euren Füßen befindet, ist dort unten alles voller Schnee. Wahnsinn! Maja ergreift deine Hand und zieht dich lachend den Berg hinab. Dabei ruft sie fröhlich, dass sie dir ihr Zuhause zeigen möchte. Klasse, denkst du nur und freust dich wie eine Schneekönigin. Durch große Türen, die einem Riesen genug Platz gegeben hätten, betretet ihr zusammen den Eispalast. Wow! Hier drinnen sieht es ja noch viel spektakulärer aus. Alles glänzt und glitzert. Und es ist viel wärmer, als du es einem Eispalast zugetraut hättest. Große Treppen aus Eis rechts und links führen in weitere Stockwerke. Magst du dich ein wenig umblicken? Lass dir ruhig von Maja und Lilly den Palast zeigen. Ich warte so lange auf dich. Ihr verbringt eine ganze Weile zusammen in dem Eispalast und du bist hin und weg davon, was du hier alles entdecken kannst. Dann aber ist es Zeit, draußen alles für das Eisfest vorzubereiten, das heute Abend stattfinden soll. Natürlich möchtest du Maja und Lilly dabei helfen. Zusammen geht ihr auf den großen, schneebedeckten Platz vor dem Palast und beginnt, alles traumhaft schön herzurichten und zu schmücken. Mit silbernen Luftballons, Girlanden, Lichtern, Kristallschmuck und. Doch als Maja ihren magischen Stab herausholen möchte, um das Ganze mit ihrem Eiszauber zu unterstützen, merkt sie, dass er nicht da ist. Oh weh! Lilly und Maja schauen sich entsetzt an. Bestimmt hat die Eisprinzessin ihn am anderen Ufer liegen lassen, nachdem sie die Schlittschuhe gezaubert hat.
Schnell wie ein Eissturm lauft ihr zum See. Doch, oh nein, die Eisschicht, über die ihr hergelaufen seid, ist inzwischen geschmolzen. Und Maya hat keinen magischen Stab mehr, um sie zu erneuern. Wie sollen denn jetzt die Gäste zur Feier auf die Insel kommen? Und wie kommt Maya an ihren Stab? Die Strecke zu schwimmen wäre viel zu weit. Zumindest für einen Menschen. Aber eine Ente könnte es vielleicht schaffen. Du kniest dich zu Lilly herunter und vertraust ihr deine Gedanken an. Die kleine Ente schaut dich mit riesigen Augen an und du kannst deutlich erkennen, dass ihr dieser Gedanke ziemliche Angst macht. Ganz alleine über den See zu schwimmen, ganz alleine die Verantwortung für Mayas Zauberstab zu tragen. Du meine Güte! Nun kommt auch Maya zu euch herunter und legt sanft ihre Hand auf Lillys Rücken. Sie nennt Lilly ihre liebste und treueste Freundin. Und sie sagt ihr, dass sie ganz genau weiß, wie viel in ihrem kleinen Körper steckt. Lilly ist die mutigste Freundin, die Maya je hatte. Wenn diese große Aufgabe jemand schafft, dann Lilly. Als die kleine Ente Mayas Worte hört, kannst du deutlich sehen, wie ihr Blick immer selbstsicherer wird. Und dann, auf einmal, springt Lilly in die Luft und flattert auf den See hinaus. Dort fängt sie an zu schwimmen. Und zwar so schnell, dass du die kleine, mutige Ente schon bald aus den Augen verloren hast. Zusammen mit Maya lässt du dich ins Gras sinken und wartest auf Lillys Rückkehr. Ihr wartet eine ganze Weile und schon fast denkst du, dass die kleine Ente gar nicht mehr zurückkommt. Als du einen kleinen Punkt in der Ferne siehst, der schwimmend immer größer wird. Und der Punkt hält etwas in seinem Schnabel. Lilly hat es tatsächlich geschafft. Stolz springt die kleine Ente aus dem See und lässt den magischen Eisstab vor Mayas Füße ins Gras fallen. Die aber achtet gar nicht darauf. Stattdessen schnappt sie sich Lilly und drückt sie freudestrahlend an sich. Sie sagt ihr, dass sie wahnsinnig stolz auf sie ist, weil sie dieses kleine Abenteuer ganz alleine gemeistert hat.
wie mutig die kleine Ente doch war. Du streichelst Lilly ebenfalls über das weiche Gefieder und bestätigst, beeindruckt vom Mut der kleinen Ente, Mayas Worte. Dann hebt Maya schließlich den Eisstab auf und lässt eine extra dicke Schicht Wasser auf dem See gefrieren. Inzwischen ist es schon fast dunkel geworden und das Eis glänzt wunderhübsch in der Dämmerung. Ihr stellt noch einige Lichter beim See auf und Maya vollendet die Deko mit Eiskristallen, Skulpturen und Schalen mit leckerstem Speiseeis. Als ihr gerade fertig seid und Maya soeben die Musik anschaltet, kommen auch schon die ersten Gäste über den See geschlittert. Du bist mächtig beeindruckt, wer alles eingeladen ist. Einige der hoheitlichen Gäste haben eine lange Anreise in Kauf genommen. Da ist zum Beispiel die Feuerprinzessin Yama von der Insel der 12 Vulkane, die einen kleinen Feuersalamander namens Fuego auf ihrer rechten Schulter trägt. Oder Prinz Pico von der Spitze des höchsten Berges im Sturmland, der seinen Freund, den Adler Aguila, mitgebracht hat. Oder auch Königin Linfa von den mächtigen Wasserfällen im Ondatal, die mit einem echten Drachen auf die Insel geflogen kommt. Du weißt gar nicht, wo du zuerst hinschauen oder wen du als erstes kennenlernen möchtest. Maya tanzt fröhlich mit Lilly durch die Menge, schwatzt mal hier und albert mal dort herum. Während du die ausgelassene Stimmung auskostest und dich mit Prinzen und Prinzessinnen, Königen und Königinnen anfreundest und auch die tierischen und magischen Besucher der Eisinsel kennenlernst. Es ist ein rauschendes Fest und du genießt es in vollen Zügen. Schließlich geht die ausgelassene Feier ihrem Ende zu. Und du merkst, dass du kaum noch deine Augen offen halten kannst. Maya und Lilly geht es ähnlich. Und als der letzte Gast die Insel verlassen hat, geht ihr zusammen in Mayas großes Schlafzimmer, in dem ein riesiges Himmelbett steht, das voller Kissen und weicher Decken ist. Ihr lasst euch direkt hineinfallen und schließt sofort eure Augen.
Oh, ist das bequem, hier zu liegen. So gemütlich. Mit geschlossenen Augen murmelst du Maya ein Dankeschön für den wundervollen Tag und Abend zu. Doch du hörst als Antwort nur den tiefen Atem der Eisprinzessin, die längst eingeschlafen ist. Auch von der kleinen Ente Lilly kommen schon die niedlichsten Schlafgeräusche. Also fühlst auch du in die Müdigkeit hinein. Und lässt sie über deinen gesamten Körper schwappen. Du wirst ruhiger und ruhiger. Weich und leicht. Lass dich einfach davontragen. Immer weiter und weiter. Bis auf die Insel der schönsten Eisprinzessinnen-Träume.